Pusteblume. Dies ist ein Baustein. Nur ein Baustein alleine bringt ja nicht viel. Man muss schon mehrere davon haben. Ja, und dann kann man damit Häuser bauen. Große Häuser, kleine Häuser, viereckige Häuser, ja sogar runde Häuser. Ja. Man kann aber auch Bausteine für andere nützliche Sachen verwenden. Hier, ich habe damit meinen Tisch abgestützt. Na, das ist doch sehr schön, nicht? Moment. Ach du Lieber, was ist nur passiert? Das ist, ach Gottchen, das schöne Geschirr. Oh, ich glaube, ich habe da was falsch gemacht. Ja, natürlich, ich habe die Steine so hingestellt. Das ist falsch. Ich glaube, ja, natürlich, man muss das so machen. Quer, wie ein Maurer, genau. So, jetzt halten Sie doch viel, viel besser. Ein Maurer baut ja seine Mauern auch so und seine Wände. So, so, schon sehr schön stabil. Und noch ein und noch ein. So. Jetzt ist der Tisch stabil. Bausteine sind doch was Nützliches. Das hier ist Anja. Und da geht sie gerade mit ihrem Vater zum Schreiner. Hat die vielleicht auch einen wackeligen Tisch? Grüß Gott. Ja, was möchten Sie denn? Bauplätze. Aha, ja, wofür denn? Wir haben uns gedacht, Sie können uns ein paar Plätze zuschneiden. So schöne Holzplätze zum Spielen. Aha, das kann ich ja. Wie viele denn? So viel. Sicher, aus den Klötzchen kann Anja fabelhafte Häuser bauen. Nur, ich frage mich, wozu braucht man überhaupt ein Haus? Nochmal. Alles immer mit. Ich sitze gern auf meinem Sofa, aber... Nicht im Haus, nee, draußen. Ist doch viel schöner. Den ganzen Tag die frische Luft. Und die Vögel singen. Man kann das Gras riechen und eine Menge Tiere sehen im Garten. Na, und man muss nicht dauernd Türen auf und zu machen und das Telefon klingelt nicht. Ist doch fabelhaft hier draußen. Ja, und das Schönste ist ja die Sonne. Man wird braun. Oh, es donnert. Na, sicher nur ein kleiner Schauer. Warum geht denn das Ding nicht auf zum Donnerwetter? Alles nicht so schlimm. Ha. Na bitte, hat schon aufgehört. Ah, ja. Sonne. Fabelhaft. Huch. Was ist denn das? Schnee? Meine Güte. Schnee, mitten im Sommer. Na, immerhin, es schneit nicht mehr. Jetzt reicht's mir. Ich hab die Nase voll. Da ist was.
Idee mit dem Draußenwohnen, das war nix. Sonne ist in Ordnung, aber Regen, Wind und Schnee, nee, das geht nicht. Man braucht doch ein Dach über dem Kopf, damit man geschützt ist. Na und im Winter, die Kälte, da kann man doch nicht draußen wohnen, nee. Die Tiere, meine Meerschweinchen hier, die sind ja schlauer als ich, die haben sich eine Höhle gebaut, im Käfig. Und da ziehen sie sich dann zurück, wenn sie ihre Ruhe haben wollen oder wenn sie schlafen wollen. Fast jedes Tier baut sich ein Haus. Und natürlich jeder Vogel. Der hier ist gerade mit Bauarbeiten beschäftigt. Geschickt macht er das. Der näht ja sein Nest richtig an. Donnerwetter. Übrigens, das Nest baut er nicht für sich selbst, sondern für seine Jungen. Ja, die Kleinen können doch nicht auf der Straße rumstehen. Was macht ein Vogel, wenn er Angst hat, dass man ihm seine Eier klaut? Er versteckt sein Nest. Gut hat er das gemacht. Noch ein Vogelhaus, aber hoch oben. Ein Vogelhochhaus. Und wer drin wohnt, das brauche ich doch nicht zu sagen. Das Nest ist so groß, da könntet ihr drin schlafen. Das ist sogar so groß, dass noch ein Untermieter reingeht. Da, seht ihr ihn? Ob der dem Storch wohl Miete zahlt? Ein Wurm vielleicht? Oder eine Fliege? Hier an der Küste leben auch Vögel. Und die wohnen in diesen Löchern. Da guckt doch wer raus. Richtige kleine Höhlen. Und alle selbst gemauert. Das ist doch ein Ding. Und da ist Platz für die ganze Familie. Kuckuck. Nee, Kuckuck sind's nicht. Das sind Uferschwalben. Moment. Das hier ist doch kein Vogelnest. So einen großen Vogel gibt's doch gar nicht. Sieht ein bisschen unordentlich aus. Aber die Sache funktioniert. Es ist ein Damm. Oben im Bach steht das Wasser jetzt immer gleich hoch. Und das freut den Baumeister. Den Biber. Da ist er. Den platten Schwanz braucht er zum Rudern. Denn er schwimmt gerne. Aber jetzt schwimmt er nicht. Er geht Baumaterial holen. Holz. Holz braucht er für seine Dämme und für sein Nest, seine Burg. Und dazu sucht er sich nicht irgendwelches Reisig zusammen, nee, der fällt ganze Bäume. Erstmal weg mit der Rinde. Der muss gute Zähne haben. Ja, der Stamm sieht schon dünner aus. Und gleich ist es soweit. Achtung! Pass auf! Hoffentlich hat sie ihn nicht erwischt. Nö, da ist er wieder. Und transportiert den Baum stückchenweise ab. Den Weg hat er sich übrigens auch selbst gemacht. Noch ein Ast. Und was für einer. Na, da muss er sich doch mal ausruhen. Und weiter geht's. Puh. Ja, im Wasser hat er's leichter. Den Kanal hat er sich natürlich auch selbst gemacht. Da schwimmt er zu seiner Burg. Und jetzt kommt ein Trick. Alle Eingänge zur Burg liegen unter Wasser. Wer da rein will,
muss tauchen. Da unten ist irgendwo der Eingang zu dieser Burg. Die ist natürlich über Wasser. Unter Wasser ist immer noch unser Biber. Da kommt er, um sich aufzuwärmen. Gemütlich hat er es hier. Aber dafür hat er auch hart gearbeitet. Hat jeden Tag Holz geschleppt und gebaut und den Wasserstand reguliert, damit er im Wohnzimmer keine nassen Füße kriegt. Ja, der war fleißig. Und jetzt hat er ein schönes Haus. Huch, wir sind wieder in der Stadt. Aber wo wir gerade hier sind, schauen wir doch mal zu, wie Menschen sich ein Haus bauen. Zuerst macht man mal ein großes Loch. Und da hinein kommt der Keller. Noch scheint die Sonne hinein, aber das wird sich bald ändern. Gleich kommt ein Deckel drauf. So, da ist er. Das ist jetzt der Fußboden für das neue Haus. Ihr werdet es nicht glauben, aber diese Lastwagen bringen das neue Haus. Ein Fertighaus. In Stücken. Und da ist schon so ein Stück. Das ist eine Wand. Die wird jetzt einfach auf den Fußboden runtergelassen. Schön langsam, ja. Mehr nach links. Nicht auf die Füße. Die ist doch schwer. So. Noch eine Wand. Schon mit Türen drin. Sehr praktisch. Schön vorsichtig runter. Ja. Das ist die Ecke, in der später mal der Fernseher stehen wird. Passt genau. Die Rollos gehen auch schon. Guten Tag. Ja, was fehlt noch? Noch eine Wand, richtig. Sonst zieht's ja im Zimmer. Ja, zusammenschrauben, das ist eine gute Idee. Sonst fällt ja alles auseinander, wenn's mal stürmt. Und nochmal von außen, ja. So, fertig. Und jetzt noch die Haustür, damit man auch rein kann. Hau! Ruck! Das Haus ist fertig. Nein? Ach ja, wenn es jetzt regnet, da braucht man doch noch ein Dach. Richtig. Und da kommt's schon. Langsam draufsetzen. Ja. Na bitte. Tja, jetzt ist es Abend und das Haus ist so gut wie fertig. Erinnert ihr euch noch, wie es heute Morgen aussah? So, ja. Und dann passierte Folgendes. Nochmal zurück? Bitteschön. Ja, aber so können wir es doch nicht lassen. Bauen wir es wieder auf.
So, da steht's wieder. Alles an einem Tag gebaut. Und nur diese vier Leute haben dran gearbeitet. Na, jetzt feiern sie erstmal Richtfest. Und dazu setzt man so ein kleines Bäumchen auf den Dachstuhl. Das macht der Zimmermann. Aber so ganz fertig ist das Haus ja noch nicht. Das ist der Klempner. Der macht die Wasserhähne an und die Abflussrohre und so. Und das ist der Elektriker. Der verlegt die Stromleitungen. Und davon gibt's eine Menge. Und hier ist noch der Schreiner. Der ist für die Türen zuständig und für die Fußbodenleisten. Na, und die hier, die ziehen jetzt da ein. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie immer noch in diesem schönen Haus. Wenn man so ein großes Haus bauen will, dann braucht man natürlich eine Menge Steine und sehr viel Zeit und natürlich sehr viele Leute, die an so einem Bau arbeiten. Und einer der wichtigsten Männer, ja, der Kranführer. Da geht er zur Arbeit. Nee, er klettert zur Arbeit. Das hört ja überhaupt nicht auf. Na, jetzt müsste aber... Nö, das geht noch weiter. Na, endlich. Das ist der Führerstand. Das ist der Ausleger, der Arm des Krans. Und das ist der Haken für die Last. Und jetzt geht's los.
Was sieht der denn eigentlich von da oben? Ui, das ist eine Aussicht. Ganz schön hoch hier. Aber der kann doch nicht dauernd rausgucken. Der muss doch auch mal was tun. Aha, jetzt tut er was. Er lässt was runter. Das Bodenpersonal. Noch ein bisschen runter. Ja, gut. Aha, die Ziegelsteine sollen nach oben. Bisschen hoch. Bisschen runter. Klappe zu, damit nichts rausfällt. Und aufwärts. Ah, so geht das also. Huch. Hier wird ganz komisch. Und von hier oben hat er die Handbewegung da ganz unten gesehen. Der muss gute Augen haben. Noch ein bisschen links. Und eine kleine Drehung. Ah ja, da sind die Maurer. Hoffentlich fällt es denen nicht auf den Kopf. Aber er passt schon auf. Wie gefühlvoll er das macht. Es kann wieder gemauert werden. Ja, so macht man's richtig. Das geht zwar nicht so schnell wie bei dem Fertighaus vorhin, aber dafür ist die Wand stabiler. Eins neben das andere. Ja, wie Bauklötze. Ach übrigens, erinnert ihr euch an Anja und ihre Holzbauklötzchen? Die wollte doch auch ein Haus bauen. Ja, das Klötzchenhaus, das haben wir inzwischen zusammengeklebt. Jetzt ist es ganz stabil. Na, jetzt geht's weiter, ne? Jetzt kommt das Dach. So, das werden wir jetzt mal hochnudeln. Und jetzt geht's rüber. Was glaubst du an sich, warum fällt der Kran nicht um? Weil du ihn hältst. Ja, genau, weil ich ihn festhalte. Das Dach ist nämlich sehr schwer. Und wenn ich jetzt hier loslassen würde, siehst du, er fällt doch um. Und ich weiß auch warum. Weil nämlich hier hinten Gewichte rein müssen. Und da habe ich keine reingetan, habe ich vergessen. Und das ist wie eine Wippe, das Ganze. Siehst du, wenn man hier hinten nichts reintut, dann. Boing, genau. So, jetzt geht's weiter. Jetzt werde ich mal das Dach rumnudeln. Und gleich wird das Haus fertig sein. Achtung, da kommt das Dach an, ja? So, Achtung, es kommt. Jetzt lasse ich's runter. Siehst du, jetzt hat unser Kaninchen ein Dach. Sehr schön. Ja, danke. So, das Dach ist drauf. Das Haus ist fertig. Genau. Oder fehlt noch was? Ja, ein Licht. Ein Licht, ja, da hast du recht. Jetzt werden wir mal Strom reinlegen. Hm? Ja. Dazu müssen wir eine Leitung von außen reinlegen. Jedes bessere Haus hat eine Leitung. Nicht? Die kommt von außen da hinein. Das müssen wir jetzt machen. Da werden wir mal ein Loch bohren. Hältst du das Haus mal fest, dann werde ich mal ein Loch bohren von hier aus. Da werden wir einfach hier mit der Leitung mal reinkommen. Oh, ich bohre den Hasen an, richtig. Dann nehme ich mal lieber raus vorher. So, denn gleich ist das Loch fertig. Pass du mal auf, damit, wenn ich da drüben rauskomme, dass du mir Bescheid sagst. Jetzt. Jetzt bin ich durch? Gut. So, das Loch ist fertig. Und jetzt kommt das Kabel ins Haus, durch das Loch. Das schiebe ich jetzt hier rein. Ja, das ist lang genug. Jetzt ziehen wir es nach oben. So.
Und jetzt kommt die Fassung ans andere Ende. Mit der Birne. So, beide Kabel machen wir dran fest. So, und jetzt kleben wir das Ganze oben am Dach fest, damit es schön runterhängt. Ja, jetzt können wir das Dach wieder draufsetzen. So, das Kabel läuft jetzt ins Haus rein, aber jetzt muss ja am anderen Ende Strom hineinkommen. Und dazu haben wir eine Batterie hier. Jetzt werde ich mal die Drähte an die Batterie anschließen. Das ist sozusagen unser Elektrizitätswerk. So. Und jetzt werde ich auch noch den anderen Draht anschließen. Jetzt schau mal auf die Birne, ob sie brennt, ja? Jetzt brennt sie. Ja, na fabelhaft. Jetzt haben wir Licht im Haus. Ja. So, die Birne brennt, das Dach ist drauf, das Haus ist fertig, nicht? Ja. Ah, übrigens, da fällt mir ein, ich war neulich mal im Kindergarten. Und da haben die Kinder aufgemalt, wie sie es gern zu Hause hätten. Das müsst ihr euch mal ansehen. In meinem Zimmer wohnt ein Pferd, mit dem ich durch das ganze Haus reiten kann. Meine Eltern wollen nicht reiten. In meinem Haus ist ein Lagerfeuer und ein Baum zum Klettern. Mein Haus soll ein ganz rotes Dach haben, das ich schon von ganz weit weg erkennen kann. Von meinem Haus, da geht eine Rutschbahn bis zum Eisverkäufer. Im oberen Teil des Hauses ist ein Fußballplatz. Ein Roboter bringt mir alles, was ich brauche. Mein Haus soll später einen großen Garten mit Blumen haben, dass dann viele Vögel und Schmetterlinge kommen. Wir haben eine Rutschbahn in unserem Badezimmer. Unten im Haus ist lauter Wasser zum Schwimmen. Also die Idee mit der Rutschbahn im Badezimmer, das hat mir gefallen. Yippie! Ja! Pusteblume.